Zack, und jetzt geht's los. Ab und Start. Der schnellste Ranzer ist Tradition, genau wie das Ranzerfest. Ranz gehört politisch zu Sevelen. Man hat aber ein eigenes Schulhäusli, das wegen seiner Lage weit herum auffällt. Das ist gerade renoviert worden, was zeigt, dass die Sevelen eben zu ihrem Ranz stehen. Der Gemeindepräsident beim Mittagessen zeigt das auch. Rechts übrigens der Schulrätin. Bei der fünfköpfigen Schulrat hat gerade zwei Ranzervertreter dabei. Ranz also ist rundum geschätzt. Ach und ja, Ranz hat sogar einen Einwohnerverein. EFRO heisst er. Und der Martin Künzler, er ist Präsident. Ich finde das toll, dass das Ranzerfest noch gibt. Der Verein besteht jetzt nächstes Jahr von 25 Jahren. Und vor allem der Morgen mit den Schülern. Die Olympiade und den schnellsten Ranzer finde ich einen tollen Punkt, dass man den Jungen die Gelegenheit gibt, auch sich zu beweisen im Dorf. Und nachher das Fest für die Bevölkerung, den ganzen Nachmittag und auch zu Abend. Und da hat sich so eingebürgert. Und vor allem auch ein Dank an die vielen, vielen Helfer, die sich den ganzen Tag und auch in der Vorbereitung schon mit dem Ranzerfest beschäftigt haben und nachher dann mit uns feiern. Ohne viele Helferinnen und Helfer ging es nicht. Was musst du? Hat Simon seine Mutter Teddy gefragt. Und auch Oberkönni? Ich kann dir helfen. Ist aber gar nicht froh, dass sie gesagt hat, nein, er könne nicht helfen. Ja, es gibt einen Haufen Frauen und Männer, die hier eben helfen. Früher musste ich alle bröteln, den ganzen Abend. Aber jetzt bin ich anfangs zu alt. Jetzt soll ich die Jungen hier mein Ämtchen abgeben. Mein Zigeunerämtchen. Aber egal, ob man ein Ämtchen hat oder nicht, man gehört dazu. Ranz ist wie ein ganz grosses Quartier und das Ranzenfest wie ein ganz grosses Quartierfest. Jetzt aber zum schnellsten Ranzen. Es gibt einen Haufen andere Aktivitäten natürlich, aber hier am Urs, wir schauen noch ein bisschen zu. Der Urs ist schon lange zu Ranz daheim. Der Urs ist selber Lehrer, Vater, also er ist bestens von allen Seiten beteiligt. Das ist übrigens seine Frau und ja, die Kleinen, die können jetzt noch nicht mitlaufen, aber ich bin überzeugt, auch wenn dann die Kleine gross ist, gibt es das Ranzenfest. Und der schnellste Ranzer immer noch. Ja, schaut doch jetzt einfach ein bisschen zu, wie sich die Buben und die Mädchen hier Mühe geben, um eben mitzumachen und eben auch zu den Schnellsten zu gehören. Ranz übrigens hat drei Klassen vom Kindergarten bis zur vierten Klasse. Erste, zweite Mischklasse, dritte, vierte Mischklasse. Insgesamt etwa 45 Schüler. Und dann geht's los! Thank you.
Plätze. Fertig. Los. Also das Ranzerfest ist sicher in erster Linie für die Kinder und für die Schüler. Ist jedes Jahr auch gut besucht. Die Kinder haben hier ein Spiel, Vormittag, mit anschliessend dem schnellsten Ranzer. Werden nachher verpflegt und verköstigt. Und Nachmittag ist dann eher gegen den Abend für uns Erwachsene. Sind alle herzlich eingeladen, an dem schönen Fest teilzunehmen. Also ich bin gebürtige Ranzerin und jedes Jahr, wenn das Ranzerfest stattfindet, schaue ich, dass ich mir den Termin freihalten kann, dass ich natürlich dabei bin. Weil ich finde es so ein gemütliches Fest, das für die Kinder vor allem auch ist und nachher später am Abend für uns auch ist, wo man gemütlich zusammenhocken kann, wir können ein bisschen Informationen austauschen und einfach gemütlich bis in die Morgenstunde sitzen, ohne dass irgendwelche Krach gibt oder so. Einfach nur dort hocken und die Musik geniessen. Komm vorbei, schaut euch das Fest an, es ist wunderschön. Ich finde das Ranzerfest einfach ein wichtiges Fest und ich finde es auch mega cool. Und es ist auch halt einfach einmal im Jahr.